Ja, hallo Freunde der analogen Unterhaltung. Willkommen zu Hunter und Kron, heute mit Adventure Tours von Seiji Kanai. Ja, der König der Microgames hat wieder zugeschlagen. Auch hier eigentlich ein kleines, ja, vielleicht mittelgroßes Spiel von Schmidt Spiele für 3 bis 6 Spieler ab 10 Jahren spielbar mit einer angenehmen Spieldauer von 30 bis so 40 Minuten. In Adventure Tours von Seiji Kanai müssen wir eine Expedition zusammenstellen. Ganz konkret geht es uns darum, dass wir immer wieder im Dilemma stehen, uns entscheiden zu müssen, ob wir Karten als Ausrüstung für die Expedition anlegen oder ob wir die Karten lieber als Expeditionsteilnehmer, als Finanziers der Expedition anlegen wollen, weil uns eine Ausrüstung hilft uns sozusagen dabei, teurere, bessere Ausrüstungsteilnehmer anzulegen, aber am Ende einer Runde bekommen wir letztlich nur Geld für Teilnehmer. Also die ganze Ausrüstung verhilft uns eigentlich zu Teilnehmern und mit den Teilnehmern punkten wir. Und wer dann nach 3 gespielten Runden das meiste Geld hat, hat gewonnen. Jeder Spieler hat am Anfang eine Kartenhand von 6 Karten, die man einfach hier blind von einem großen Kartenstapel zieht. Und die Runde ist vorbei, wenn einem Spieler es gelingt, alle Karten ausgespielt zu haben. Und dann, wenn die Runde vorbei ist, wird geguckt, werden die Expeditionsteilnehmer von jedem zusammengezählt, wie viel Geld die eben bezahlen würden. Und jede Karte, die man noch auf der Hand hat, die zählt noch 2 Minusgeld. Wenn ich dran bin, habe ich eigentlich nur 2 Optionen. Es ist sehr schön übersichtlich. Ich kann entweder eine meiner Karten ausspielen als Expeditionsteilnehmer und damit sozusagen meine Expedition weiter vergrößern. Oder ich kann den Ausrüstungsstand meiner Expedition verbessern. Jeder startet hier mit so einer Expedition, die hat so Startwerte hier in 3 verschiedenen Kategorien, 3 Farben. Ich könnte jetzt nur einen Expeditionsteilnehmer hinzufügen, der auch, dessen Ansprüche nicht größer sind als diese Werte. Da so als Beispiel hier die Padmini Rani, die könnte ich tatsächlich anlegen als Expeditionsteilnehmerin, weil die verlangt nur 1 Kleidung und ich habe ja 3. Wohingegen hier, ja, das ist schon die teuerste Karte hier, die Emilia Airhead, die würde 9 Nahrung verlangen und ich habe ja nur 3. Also die könnte ich nur als Ausrüstung spielen im Moment. Und wenn ich das tue, dann sieht man hier, jede Karte hat auch noch so einen Ausrüstungsbonus. Wenn man sie als Ausrüstung spielt, dann wird es hier so angelegt. Jetzt hätte ich 4 Nahrung. Jedes Mal, wenn man eine Karte als Ausrüstungsgegenstand spielt, um da was zu verbessern, muss man auch eine Karte nachziehen. Das heißt, indem man Ausrüstung spielt, wird man die Runde nie beenden können. Nur wenn ich eine Karte als Expeditionsteilnehmer spiele, muss ich keine Karte nachziehen. Das heißt, ich muss eigentlich mindestens 6 Expeditionsteilnehmer spielen, um ja irgendwie meine 6 Karten loszuwerden. All diese Expeditionsteilnehmer haben noch einen Spezialeffekt, der nur in Kraft tritt, wenn man sie als Expeditionsteilnehmer spielt. Das sind auch unterschiedliche Sachen, wobei halt die billigen Karten auch die schwächeren Effekte haben. Hier nur ein Beispiel, der Earl of Bucket. Wenn ich den in meine Expedition hinzufüge, dann darf ich noch eine zusätzliche Karte hier als Ausrüstung anlegen, muss natürlich dafür auch eine Karte nachziehen, während eben ja die Emilia Airhead, wenn ich es wirklich schaffe, die zu spielen, weil ich diese Kategorie so stark ausgerüstet habe, dann darf ich alle Karten in der Farbe, die hier als Ausrüstung liegen, tatsächlich nach oben als Expeditionsteilnehmer plötzlich schieben. Und wenn das die anderen Spieler zulassen, dass ich mich so sehr spezialisiere auf eine Farbe, um dann hier die Emilia auszuspielen, das ist schon ein ziemlicher Garantie für den Gewinn der Runde. Und die anderen Spieler sollten halt eigentlich daran interessiert sein, entweder schneller diese Dame auszuspielen oder aber natürlich den anderen gar nicht dazu kommen zu lassen, weil eine schnell gespielte Runde Adventure Tours ist beendet, bevor jemand Amelia Earhart aussprechen kann. Und so gibt es wirklich eine Menge. Es gibt hier die Betty, kann sogar einen 2 Karten nachziehen lassen. Ich kann Leute zerstören, also wie ein Mordattentat auf einen Expeditionsteilnehmer. Und ich kann sogar Expeditionsteilnehmer abwerben. Adventure Tours bietet eine einsteigerfreundliche Version an, wo wirklich alle Expeditionen gleich sind.
Jedes Tableau hier hinten hat so eine Wüstenseite, ist auch schön gemacht. Und das sind auch wirklich hier die Startwerte gleich und die Expeditionen haben noch keine Spezialfähigkeiten. Richtig interessant wird das Ganze dann allerdings mit der anderen Seite, denn hier sind wirklich lauter verschiedene Expeditionen. Auf der Seite haben dann alle Expeditionen eben eine Spezialfähigkeit. Und die aber auch unterschiedlich balanciert sind, denn es ist zum Beispiel so, hier die Jack-Expedition, die hat eben ja die Spezialfähigkeit, dass wenn man eine Ausrüstungskarte spielt, kann man sich entscheiden, ob man keine nachziehen will. Also da kann man auch schneller fertig machen, auch mit Ausrüstungsgegenständen. Und man kann sich auch noch überlegen, ob man jemand anderen zwingt, die Karte nachzuziehen, sodass man also den Gegner ein bisschen aufhält. Ist jetzt nicht so eine unglaublich starke Spezialfähigkeit. Dafür startet aber auch die Jack-Expedition hier mit den Standardwerten von je drei in jeder Kategorie. Während jetzt zum Beispiel hier der Jeep, der hat eine unglaublich starke Spezialfähigkeit, der kann nämlich jedes Mal einen Doppelzug ausführen, ist also immer zweimal dran, wenn er dran ist, was definitiv viel stärker ist als dieser Spezialeffekt. Dafür startet er aber auch mit fast nichts, der hat nämlich null in Technik, gerade mal ein in Nahrung und null in Kleidung am Anfang, was bedeutet, dass ja, er ist immer zweimal dran, aber am Anfang kann der praktisch nie irgendwas legen hier oben, weil er eigentlich nichts bedienen kann. Der muss sich erstmal ordentlich ausrüsten, bevor er überhaupt anfangen kann, hier Expeditionsteilnehmer hinzuzufügen. Und ist klar, dadurch spielt sich natürlich der Jeep total anders als die Jack-Expedition. Der Jeep hat ein Interesse daran, dass die Runde eher länger geht, weil er wird natürlich, je länger das Spiel geht, immer stärker. Während derjenige, der die Jack-Expedition hat, der muss genau die andere Strategie fahren. Für den ist es wichtig, so schnell wie möglich fertig zu machen, um eben nicht von Jeeps plötzlich überrannt zu werden am Ende. Das sind jetzt so die extremen Beispiele. Aber es ist eben bei allen so, dass die unterschiedliche Startwerte haben, so ein bisschen gegenbalanciert mit ihren Spezialfähigkeiten. In unseren Runden hatten wir schon das Gefühl, dass die Balance dadurch durchaus stimmt. Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen Spielertyp abhängig, mit was man, ich würde gar nicht sagen, mit was man am meisten zurechtkommt, eher was einem am meisten Spaß bringt. Und da ist es auf jeden Fall gut, dass man sagt, nach jeder Runde wird getauscht oder der verloren hat, kann aussuchen. Auch eine schöne Regel. Auf jeden Fall sehr viel Abwechslung dadurch, dass man immer andere Expeditionen hat und ja, immer andere Fähigkeiten während dem Spiel. Mir hat Adventure Tours wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, es ist ein wirklich erfrischendes Kartenspiel, was nicht zu lang geht, aber was natürlich schon eher so mittelgroß ist. Also es ist auch nicht ein reiner Absacker oder sowas. Es ist eher mal, ja, es ist eher mal ein Kartenspiel, wo man vielleicht zwei Runden macht, also zweimal drei Runden durchspielt. Es ist relativ leicht zu lernen. Dann geht es auch wirklich schnell zur Sache. Ist sich hier ständig am Behalten. Viele Spezialeffekte sorgen dafür, dass die Gegner Karten ziehen müssen, dass sie plötzlich wieder Expeditionsteilnehmer verlieren, ablegen müssen. Man kann Expeditionsteilnehmer klauen. Und so. Also man hat sehr viel Interaktion. Spielt es wirklich gegen die anderen Expeditionen. Wer hier nur vor sich hin plätschert und so, der wird ins Hintertreffen geraten, weil plötzlich legt einer seinen sechsten Teilnehmer und da hat man noch seine Hand voll mit vier Karten. Spielt jeden Effekt gegen eure Mitspieler, klaut Ausrüstung, zerstört Ausrüstung, was das Zeug hält. In einer großen Runde ist es dann ganz oft so, okay, auf wen gehe ich? Man guckt immer, wer ist vorne, wer könnte gleich Schluss machen, wer hat schon eine unglaublich wertvolle Expedition da ausliegen, dem muss geschadet werden. Das ist ein sehr aggressives Expeditionsspiel und darin liegt irgendwie auch der Reiz. Manche Leute mögen es ja nicht, wenn man angegriffen wird. Hier wird man permanent angegriffen, kann auch wieder zurück angreifen. Da sollte man nicht empfindlich sein. Es hat wahnsinnig einfache Regeln und es ist total einfach zu spielen, aber wie Love Letter eigentlich auch, es gibt trotzdem eine Tendenz, es trotzdem auch falsch spielen zu können. Also ich habe auch die Erfahrung auch in einer Runde gemacht, wo wir das dann zum ersten Mal gespielt haben und da habe ich noch gar nichts kommentiert, wo dann, es gibt diese Fähigkeiten, wo man entweder selber Karten nachziehen kann oder andere Karten nachziehen lassen darf. Das haben viele Figuren so eine Fähigkeit. Und da wurde wirklich am Anfang oft gespielt, da haben dann alle Leute, ja, ich baue mir erstmal meine Kartenhand auf und hatten dann wahnsinnig viele Karten und haben wirklich diesen Karteneffekt immer zum Selberziehen benutzt. Wobei ich finde, dann dauert das Spiel halt lang und dann gewinnt oft der das halt schafft, seine Neunerkarten zuerst auszuspielen. Aber das ist nicht der Reiz bei Adventure Tours. Der Reiz bei Adventure Tours in einer großen Runde, am besten mit 5, 6 Leuten, ist,
Mach deine Expedition so schnell wie möglich fertig. Benutz deine Effekte, um die anderen permanent anzugreifen. Du brauchst keine Karten nachziehen. Ja, du willst sie loswerden. Und wenn du nur mit 2 Gold Abstand gewinnst, das reicht vollkommen. Es kommen noch 2 Expeditionen. Es geht hier darum, lass die anderen gar nicht dazu, ihre Neuner ausspielen zu lassen. Und da muss bam, 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 alles auf Angriff. Niemals irgendwas selber nehmen. Und wenn man eine Runde hat, die das so spielt, dann ist es total schnell und temporeich. Wenn man aber eine Runde hat, wo alle irgendwie denken, ja, aber ich will doch die Karten selber und vielleicht ziehe ich ja dann voll die tollen Leute. Dann dauert es erstens viel länger und dann entfaltet es auch wirklich nicht den eigentlich starken Spielreiz, den es hat, in einer aggressiv ausgelegten, ja, großen Runde, die halt weiß, ich muss bam, 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 bam.